Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII. Wir sind in Nibelheim in der Shinra Villa. Wir haben in der letzten Folge den Schlüssel aus dem Safe entnommen und möchten mit dem Kellerschlüssel in den Keller, logischerweise. Ansonsten wüsste ich auch nicht, wo man mit einem Kellerschlüssel sonst hin sollte. Okay, denn ich glaube, dafür gibt es auch eine Trophäe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber könnt ihr euch erinnern, als wir mal im Keller gewesen waren? Hallo, hier ist eine Tür und die haben wir jetzt gerade mit dem Kellerschlüssel geöffnet. Super, und wir werden hier noch mit einem Gegner konfrontiert. Ich hoffe nicht, der schlimme Ätzende, natürlich. Aber es ist nur einer. Nee, es sind zwei. Yin und Yang heißen die, ne? Ying Yang, ganz genau. Alles klar, da muss ich dann mal. Super. Hau mal drauf. Limit, sehr schön. Herz. Okay, Herz, Herz und Stern. Das bedeutet, wir werden geheilt vermutlich, oder was? Spielkiste, dann pack mal aus. Oh, okay. Nee, wir werden nicht geheilt. Ich dachte vielleicht wegen zweimal Herz. Kann ich das eigentlich beeinflussen, wann die Walzen stoppen? Oder macht das Spiel das automatisch? Yang ist glücklich. Na dann. Na dann. Greifen wir hoch. Wollen wir mal gucken, wie lange Yang glücklich ist, ne? Ich habe jetzt übrigens auch mit der Spielkiste nur dann einen Schaden hinzugefügt, ne? Denn der Schaden ging ja nur auf einen. Und das hier sind ja zwei Gegner in einem. Ah, super. Ah, ja, alles klar. Yang müssen wir ja, physisch angreifen. Und Ying mit Zauber? Yang ist glücklich. Na dann. Gott. Auch mal gespannt, wie die im Remake aussehen. Bestimmt richtig eklig. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Aber der sieht hier noch nicht mal eklig aus. Ja, gib ihr. Zack. Zaubern. Ich will uns mal alle in Hast versetzen, damit das hier mal ein bisschen schneller funktioniert. Heilung ist auch, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Yang ist immer noch glücklich. Was ein Glückspilz, oder? So, jetzt geht's los. Was hat er da gemacht? 101. Okay, das geht eigentlich noch. So, Leute. Jetzt wird's hier mal ein bisschen flott hier. So, Feintechnik, dann würde ich doch mal sagen Aqualung. Moment, was mache ich hier? Aqualung. Ja, das geht dann auf beide. Ich glaube, ich hätte... Ich glaube, ich greife hier schon wieder Dings an. Oder wir teilen mit Cloud nicht aus wegen dem Gifteffekt auf der Waffe. Das könnte natürlich auch sein. 353, mein lieber Scholli. So, Aqualung. Okay. Also wenn sie das auch überlebt hätten, das hätte mich echt gewundert. Also Aqualung ist echt der Shit. Schutz ist gelevelt. Ja. Ich glaube, Schutz können wir auch bald rausnehmen. Oh, Schutz plus 60%. Ich glaube, Schutz sollte ich mal jemandem geben. Mhm. Materia. Denn das bringt ja nichts, ne? Wenn sie... Wenn Kate Sith Schutz... meine Gruppenmitglieder schützt und angegriffen wird, seine Limitleiste füllt sich. Aber er hat ja schon alles an Limit-Techniken gelernt. Wolltet ihr mir folgen? Ich bin hier komplett durcheinander. Ich habe das ganz, ganz, ganz komisch erklärt. Moment. Raub, Feintechnik. So, Moment. Ich versuche das Ganze jetzt noch einmal. Die MP nehme ich dir weg. Moment, was mache ich hier für komische Sachen? Tau. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt habe ich alles entfernt, aber nur bei ihr, oder? Das ist jetzt schon nervig genug. Okay, ich schneide euch raus und werde das nochmal alles in Position bringen. Gut, hier bin ich wieder. So, Schutz rausnehmen. So, Schutz habe ich rausgenommen. Durch extra MP ersetzen. So, extra MP, so. Also ich werde das jetzt versuchen, nochmal in Deutsch zu erklären. Das ist mir hier eben nicht gelungen. So, ich habe ihr jetzt die Schutzmateria ausgerüstet, denn hier unten sehen wir plus 60% Schutz. Ja, also wird jetzt der Schutzfaktor öfter auftreten.
damit sie ihre Gruppenmitglieder schützt. Dementsprechend wird sie ja auch öfter angegriffen. Der Limitbalken füllt sich dadurch und dadurch kann ich öfter ihre Limitattacke einsetzen. Und so steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Limitstufe 2 erreichen. Meine Güte, das habe ich doch richtig schön gesagt, oder? So, viel besser als beim ersten Mal. Wunderbar. So, ich habe hier auch noch den Odin mit hinzugefügt. Dann können wir uns mal diese Beschwörung hier anschauen, bevor ich das vergesse. Und ja, ich glaube, es wäre auch dann gar nicht mal so verkehrt, wenn wir uns hier heilen. Gut, mit dem Zaubern, das wird wohl nichts. Echt jetzt? Moment, Typ. Mhm. Na, ganz toll. Aber ich habe Turbo-Ether. Komm, was soll's. Was soll's? Dann zauber mal, Yuffie. Heilung, bitteschön. So, wunderbar. Und wir sind im Keller. Im Untergeschoss steht hier. Okay. Zu diesem Sarg wollte ich. Um mich aus dem Albtraum aufzuwecken. Wer ist da? Hallo. Ich habe dich noch nie gesehen. Du musst gehen. Du hattest einen Albtraum. Mann, oh Mann, du hattest echt einen üblen Traum. Sogar ich fühle mich schlecht. Ein Albtraum? Mein langer Schlaf hat mir die Gelegenheit gegeben, Sühne zu leisten. Was sagst du da? Fremden habe ich nichts zu sagen. Verschwinde! Dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eures Albtraums. Das kannst du laut sagen. Was weißt du? Erzähl mir von Sephiroth. Wie du gesagt hast, dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eines Albtraums. Nein, das ist kein Traum. Das ist die Wirklichkeit. Sephiroth hat den Verstand verloren. Er hat die in diesem Haus versteckten Geheimnisse entdeckt. Sephiroth. Du kennst Sephiroth? Du kennst Sephiroth? Ah, ihr habt Gemeinsamkeiten, wie ich sehe. Fang du an. Okay, er erzählt ihm die ganze Geschichte, was wir über Sephiroth wissen bisher. So war's. Sephiroth weiß also, dass er vor 5 Jahren erschaffen wurde. Und was ist mit dem Genova Project? Er war verschollen und ist erst vor kurzem wieder aufgetaucht. Er hat viele Leben auf dem Gewissen und sucht jetzt das verheißene Land. Jetzt bist du dran. Achso, das hat Cloud erzählt. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, weil die Textboxen ein bisschen weiter oben gewesen sind, dass der gute Mann das gesagt hat. Jetzt hätte ich schon fast gespoilert und gesagt, wer das ist. Tut mir leid. Ich kann nicht reden. Ach, ist schon gut. War wahrscheinlich eh nur deprimierend. Ihr habt mir eine weitere Sünde auferlegt. Jetzt werde ich noch mehr Albträume als zuvor haben. Bitte, geht jetzt. Okay, das kann ich leider nicht dulden. Bitte komm raus. Du bist immer noch hier. Ja, wer bist du? Sag uns wenigstens, wie du heißt. Ich war in der Shinra-Produktionsabteilung. In der Verwaltungsforschung, auch bekannt als Turks. Na, sieh mal an. Das ist der sogenannte Vincent. Das ist der Vincent. Hallo. Ich habe übrigens auch letzte Woche ein tolles Spiel gekauft. Und da geht es auch um den Vincent. Ja, der ist da der Hauptprotagonist, meine ich. Ich habe nur dieses Spiel gekauft, davon gehört und wollte es in meine Sammlung haben und habe es endlich auf der PlayStation 2. Und zwar soll das ein Shooter sein, habe ich gehört. Wie gesagt, alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Ich habe auch keine Videos oder sonstiges über dieses Spiel gelesen oder gesehen und möchte dieses Spiel irgendwann dann auch mal blind let's playen. Also selbst wenn es ein Schuler,
ein Shooter-Genre sein soll, wird das trotzdem Blind Let's Play. Also ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich habe da auch übelst Bock drauf. Wie gesagt, ich habe mir das letzte Woche gegönnt. Oder vor 2 Wochen sogar schon. Ja, die Zeit geht einfach im Urlaub so schnell rum. Und da habe ich echt schon richtig voll Bock drauf. Okay, gut. Das ist der gute Vincent. Das möchte ich so lassen und diesen Namen auswählen. Vincent. Die Turks. Das war einmal. Mit Shinra habe ich nichts mehr zu tun. Und du? Cloud. Ex-Soldier. Du hast auch zu Shinra gehört. Kennst du Lucretia? Wen? Lucretia. Die Frau, die Sephiroth gebar. Gebar? Ist Genova nicht Sephiroths Mutter? Ganz falsch ist das nicht, aber es ist nur eine Theorie. Eine wunderschöne Frau gebar ihn. Lucretia war diese Frau. Sie war die Assistentin von Professor Gast vom Genova Project. Wunderschöne Lucretia. Ein Experiment mit Menschen? Das Experiment konnte beim besten Willen nicht gestoppt werden. Ich konnte sie nicht abhalten. Das war meine Sünde. Ich habe zugelassen, dass die, die ich liebte und am meisten bewunderte, das Schlimmste erleben musste. Nette Gute-Nacht-Geschichte. Ah. Okay, gut. Dann lassen wir den mal in Ruhe, den jungen Mann. Und gehen einfach. Warte. Hab es mir doch gedacht. Wenn ich mit dir komme, werde ich dann Hojo treffen? Keine Ahnung. Aber wir suchen ihn und Sephiroth. Also früher oder später. Lucretia. Okay, ich habe beschlossen, mit dir mitzukommen. Wie? Klasse! Genau, was ich brauchte! Als ehemaliger Turk kann ich euch vielleicht helfen. Na gut. Dann komm mal mit. Ich dachte, es wird eine Trophäe dafür geben. Weil ich neugierig bin und das jetzt unbedingt wissen muss, schaue ich mal gerade in meine Trophäenliste und schaue mal, ob ich nicht diese Trophäe schon mitgenommen habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, damals so weit mit dem Tim gespielt zu haben. Perfektes Time. Ich musste nämlich auch, als ich in der Trophäenliste gewesen bin, noch 2-mal niesen. Also, hey, perfekt konnte das doch jetzt gerade gar nicht sein. Also, ich habe nachgeschaut. Diese Trophäe habe ich mit dem Tim geholt damals, aber das ist die vorletzte gewesen. Die letzte Trophäe, die ich mit dem geholt hatte, war das letzte Limit von Aeris. Ne? Aber wir werden das trotzdem in diesem Let's Play holen, auch wenn wir diese Trophäe schon haben. Aber wir wollen ja trotzdem hier versuchen, alles zu erreichen, was wir tun können. So, Vincent, auf welchem Level bist du? Oh, der ist schon auf Level 31. Ja, nee, dann tut mir leid, dann kannst du jetzt mal vorerst nicht mitkommen. Ihr seid alle auf 27. Gut, dann würde ich meine Gruppe jetzt gerade noch so lassen, bis wir auf Level 30 sind. Ich möchte aber jetzt nochmal zurück. Oh, das ist nicht das, was ich wollte. Ich weiß, dass es hier eine zusätzliche Szene gab, wenn man hier mit bestimmten Leuten... Genau, seht ihr, jetzt hat sie schon die Limitleiste voll, so schnell geht's. Wenn man mit bestimmten Leuten hier runterkommt, dann bekommt man hier noch eine Szene zu sehen. Aber ich weiß nicht mehr, was man dafür tun musste. Also, da bräuchte ich Hilfe. Also wenn das jemand von euch sehen möchte, der müsste mir da vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Ah, Leute, wisst ihr, was ich gerade sehe? Ich habe eben ein anderes Spiel aufgenommen und jetzt habe ich hier diesen tollen Rand gar nicht mit eingebaut. Dann blende ich das mal ganz schnell ein. So, zack, Tifa rein, Barret rein und Cloud rein. So, wunderbar. Ist mir nicht aufgefallen, entschuldigt bitte. So, Vampirzahn erhalten. Das ist ja ein Ding. Ich glaube, ich kann hier aber nichts
Project C, Exemplar B, Code C. Im Becher ist ein Kratzer, der durch einen Fingernagel... Lass uns von hier verschwinden. Project C, Exemplar A, Code Z. Im Becher ist ein Kratzer, der von einem Fingernagel... Witterung. Das ist unsere Chance. Okay, nee, ich glaube, ich muss hier zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kommen. Allerdings, ich glaube, mit Vincent. Mit Vincent und vielleicht Tifa, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder zur Not könnte ich das auch nachschlagen. Aber das möchte ich eigentlich verhindern. Ich möchte wirklich eigentlich nur nachschlagen, wenn es nicht anders geht. Bis ich mit meiner Geduld am Ende bin. Hallo, jetzt funktioniert das nicht mehr, weil ich hier den Gifteffekt auf dieser Waffe drauf habe, ne? Das nervt mich jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen. Ja gut, dann versuch einfach mal zu schlafen. Ja, besser als wenn ich gar nichts tue. Super, er schläft. Zack. Komm, dann darfst du noch draufhauen, schnell. Ja, Yuffie kriegt's ab. Ich sollte sie vielleicht dann auch mal in Hast versetzen. Ach, ja, stimmt, ich kann ihn doch nicht. Mann, das ist halt der Nachteil, wenn man halt Gift auf der Waffe hat. Da weiß man dann nie, welcher Gegner dagegen immun ist. Also gut, man weiß eigentlich, dass Maschinen immun dagegen sind und halt vergiftete Monster. Aber bei ihm wüsste ich jetzt nicht, wo man das jetzt erkennen könnte. Woran das liegt, dass ich ihn nicht vergiften kann. Okay. Sehr schön. Und eine Phönixfeder nehmen wir auch noch mit. Wir haben noch mal eine Menge Geld. Das ist echt toll. Was machen wir jetzt? Wir verlassen die Shinra Villa. Wir sind hier fertig. Vorerst zumindest. Hallo, wer stört? Ja, und das hier sind noch mal die Dorky-Gesichter gewesen. Jawohl, Gift ist gelevelt. Immerhin. Das macht mich glücklich. Dann werden in Zukunft steigt die Chancen, die Gegner zu vergiften. So, dann müssen wir jetzt mal hier entlang. Hinter Nibelheim müssen wir entlang laufen. Könnt ihr euch noch an diesen Reaktor erinnern, aus der Erinnerung? Da, wo Tifa gewesen ist und Cloud und Sephiroth und so. Da müssen wir hin. So, diesen Weg kennen wir auch aus der Erinnerung. Okay, das funktioniert doch schon alles gut, muss ich sagen. Okay, jetzt muss ich kurz die Schallgeschwindigkeit. Warum heißt du Schallgeschwindigkeit? Das ist ja ein Ding. Okay, du hast einen ganz komischen Namen, das lassen wir mal lieber. Bio 2. Der Angriff, alles klar. Ja genau, greift alle Yuffie an. Ah, mir fällt gerade ein, ich wollte sie noch in Zorn versetzen. Damit sie schneller ihre Limit-Technik einsetzen kann und eine neue lernen kann. So, bam. Es wäre vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, wenn ich Kate Sip rausnehme und stattdessen jemand anderes, an dessen Limitleiste wir auch arbeiten können. Aber das ist okay so. Reicht's? Okay, dann setz dein geölter Blitz ein, Luffy. Zeig, was du kannst. 694. Wunderbar. So muss das sein. Und vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Aber hey, reine Stille erhalten. Und extra HP ist es gewesen, die aufgelevelt wurde. Sehr schön. Moment. Limit. Prüfen. Reine Stille. Stellt HP der gesamten Gruppe wieder her. Das ist doch richtig nice. So, und ich glaube, ich muss das eine gewisse Anzahl eingesetzt haben. Und dann haben wir schon die neue... Limit-Technik. Objekt. Nein, 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 nein. Ich bin immer so schnell. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich drücke nur einmal und dann zack, passiert es aber dann doch noch ein zweites Mal. Ich wollte dich gerne... Ja, hier haben wir es doch. Bitteschön. Ja, es könnte auch eigentlich nicht schaden, dich in Zorn zu versetzen, oder? Gut. Dann Cloud, nimm die Beine in die Hand. Wir müssen hier... den Mount Nibel entlang, ne? Ganz genau, so hieß das. So, da oben haben wir eine Kiste. Ich glaube... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte was für den Anaki sein. Runenschwert. Okay, nee, das ist nicht für den Anaki ausrüsten.
Runenschwert. Doppelt. Ah, Runenschwert und 40. Ja, nee. Lass ich mal vorerst. Aber das mit dem Doppelt ist halt schon echt nice, ne? Aber gut, heben wir uns auf für den späteren Spielverlauf. Denn ich muss am Ende des Spiels, muss ich sowieso offscreen so viel farmen. So, dann wollen wir doch mal. Feuer auf alle Zaubern. Cloud, du darfst auch angreifen. Und du musst angreifen. Dann wollen wir nur mal hoffen, dass Feuer hier auch effektiv ist. Wenigstens ein bisschen. Oh, perfectly. Oh, okay, ja gut. Zornzustand und so, ne? Flachlegen, was das für eine Attacke ist. Hier möchte niemand diese Attacke. Das muss nicht sein. Ja, aber die Erfahrungspunkte sind in Ordnung. Und mit dem Geld kann ich mich auch nicht beschweren, ne? Dafür, dass es jetzt so drei nicht so starke Gegner sind. Da kann man echt nicht meckern. So, einmal runterspringen, ganz genau. So, und hier rechts halten. Denn da oben auf dem Berg ist noch eine Kiste. Und die wird für den Anaki sein. Moment, ich glaube, ich komme da gar nicht. Doch, ich glaube, ich kann da hinten runterspringen. Ich bin mir gar nicht sicher. Hallo? Ja, euch kennen wir doch, ne? Ihr seid doch da in der Nähe von Fort Condor. Ich habe euch doch den Bumerang gestohlen. Vielleicht kann ich ja jetzt was Tolles von denen klauen. Das müsste man mal ausprobieren. Ganz schwerer Satz. So, dann hier bitte einmal die reine Stille. Wir müssen alle geheilt werden, Yuffie. Vielen, vielen Dank dafür. Und? Zack. Und dann noch komplett hochgeheilt. Sehr nice. Ah, nee, gar nicht. Stimmt nicht. Bei Yuffie fehlt noch ein bisschen was. Gut, Cloud, dann hau mal drauf. Du sowieso. Ah, ich habe die Raubenmaterial gar nicht mit drin. Das ist natürlich schlecht. Ja, der Nachteil ist halt eben, wenn man sich im Zornzustand befindet, dass man halt sehr oft daneben trifft, ne? Wenn man so wütend ist. So, bitte sag mir, dass du da runterspringen kannst und ich nicht komplett außenrum mit dir nochmal laufen muss. Na, ganz toll. Dankeschön. Ich bin etwas enttäuscht. So, wer stört jetzt? Alles klar. Ich würde dann sagen, diesen Kampf schauen wir uns dann auch gemeinsam an. Und dann würde ich euch im nächsten Kampf dann rausschneiden. Es sei denn, wir sehen neue Gegner oder eine neue Gegnerkonstellation. Sehr gut, Yuffie. Dann kannst du jetzt gleich schon wieder dein Limit einsetzen. Wunderbar. Oh, das ist nicht das, was ich wollte. Sehr gut. So, die sind raus. So, und wenn das hier so weitergeht, dann ist er der Nächste. Ja, also der Limit-Balken, der steigt schon. Also da kann man echt nicht meckern. Da kann man wirklich nicht schimpfen. Ah, fast hättest du Level 33 erreicht, Cloud. So, den Berg hier entlang. Genau, da muss ich so hinten rumlaufen, ne? Stimmt. Und das hier ist irgendwie nicht so ganz einfach. Da verliere ich irgendwie so... Ah, Moment hier, ich sehe doch meine Haare. Die Platinspange. Gut, bringt mir jetzt nichts. Denn ich sehe ja keine Werte oder so von dieser Platinspange alleine. Ich möchte aber euch trotzdem zeigen, dass das hier für den Anaki ist. Ich glaube auch mit doppeltem Wachstum. Komm schon. Und nochmal hier entlang. Komm, hier... Die Kurve nehmen. Nee, das ist nicht richtig. Ah, so rum. Okay, dann bin ich falsch gelaufen. Fehler von mir. Ja, das ist zweimal Schallgeschwindigkeit gewesen. Cloud, Level 33. Yes. So, dann einmal hier rum. Wunderbar, ich hab's geschafft. Das ist nämlich manchmal echt eine Katastrophe, dieser Laufweg da. Da habe ich manchmal wirklich gar keinen Plan, wie ich entlanglaufen muss. Ich finde, das ist nicht so gut erkennbar. Okay, diese Brücke, die ist damals eingestürzt. Ne, wir sind eingestürzt, die Brücke... Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Moment mal, ich habe mir mal Notizen darüber gemacht. Natürlich habe ich die jetzt nicht zur Hand. Ah doch, hier sind sie. Wunderbar. Ich habe mir aufgeschrieben, erstmal die Treppe runter.
Aus welchen Gründen auch immer. Hey, wer... Nein. Ich möchte mich hier umschauen. Du störst. Es gibt hier einen Gegner, von dem ich was klauen sollte. Ich muss unbedingt die Raubmateria ausrüsten. Ich kann mir nämlich einen richtig tollen Ring klauen. Fällt mir gerade ein. Habe ich mir das überhaupt aufgeschrieben? Ah ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Oh, wie blöd. Aber trotzdem, ich habe dran gedacht, ohne dass ich auf meine Notiz achten musste. Absorbieren. Fängt ihr aber an, mich zu nerven. So, zack. Wie heißt du nochmal? Die haben auch so einen ganz lustigen Namen. Doppelhirn. Okay, nee, das sind die nicht. Die habe ich nicht gemeint. So lustig ist der Name nämlich gar nicht. Die meinte ich nicht. So, ja, sehr schön. Dann haben die jetzt auch schon Level 30 erreicht. Das bedeutet, ich kann euch eigentlich dann jetzt austauschen. Ne, das ist ja mein eigentlicher Plan gewesen. So, Moment. Materia. Dann kommt die Wiederbelebung raus. Und Raub wird ausgerüstet. Moment mal. 8615. Okay, dann ist die hier ja dann schon besser als die andere. Gut, dann einmal hier runter. Genau, hier diese Leiter, die muss ich aufklappen. Genau, damit ich dann später hier hoch kann. So, dann habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich durch das erste Rohr rutsche, dann komme ich unten zum Speicherpunkt und so. Durch die Nummer 4 erreiche ich die alle Materia. Durch die Nummer 2 komme ich zu einem Item. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich erstmal Nummer 2. Das ist dieser Drache. Von dem kann ich richtig tolle Sachen klauen. So, Moment, Mega-Abwehr, der ist halt nicht ohne. Ah, hier könnte ich auch den Flammenwerfer lernen. Ja, super. So, zaubern. Achso, Hass brauchen wir ja jetzt auch nicht mehr einzusetzen. Dann greif du mal an. Gut. Das ist in Ordnung, das lasse ich mir gefallen. Achso, wir wollten mal Odin beschwören, ne? Mach du mal gar nichts. Du darfst dein Limit einsetzen. Reine Stille. Cloud Abwehr, denn er schläft. Wir wollen ihn ja nicht unnötig wecken. Muss jetzt nicht sein. Okay, so, dann Raub. Goldarmband gestohlen, sehr schön. Ich weiß nicht, wie viele er hat. Vielleicht kann ich noch einen klauen. So, jetzt ist er nur noch stumm. Probier's nochmal. Okay. Nichts zu stehlen, alles klar, dann hat er nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir den so fertig. Bio 2, ich sollte den mal versuchen zu vergiften. Okay. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich meine, bis jetzt ist ja noch alles gut. Unsere HP sind in Ordnung. Komm schon. Ich schlag so oft daneben, weil ich im Zornzustand bin. Ich komme nochmal mit Bio 2. Oh, das bekommt Yuffie aber ab. Und die Limitleiste ist schon wieder voll. Sehr nice. 304. Yuffie. Ah, okay, gut. Dann setzen wir das eben im nächsten Kampf ein. Deine Limit-Technik. 900. Gut, dann würde ich dann sagen, dann rüsten wir das mal direkt aus. Ausrüsten. Cloud, Mithril-Armband. Schau mal, Goldarmband. Zweimal gekoppelt, was hältst du denn davon? Alle Zeit, Versiegelung. So, wir haben hier aber nochmal eine alle Materia, ne? Nee, aber wir finden gleich eine. Dann pack du auch mal die Genesung mit rein. Dann kannst du auch heilen, falls was schief gehen sollte. Wo ist die alle Materia? Ah, wenn ich die Nummer 4 runterrutsche. Okay, das möchte ich aber jetzt noch nicht. Ich bleibe bei der 2. Da komme ich auf einen Felsen. Ganz genau. Power Soul. Ich glaube, das hatte was mit Tifa zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon.
Allein, dann schauen wir mal. Power Soul. Jawohl, tiefer. Doppelte Schlagkraft bei Gefahr. Okay, bei Platinspange steht einfach gar nichts. Okay. Das ist in Ordnung. So, Vorsicht. Das ist ein Boss. Den wollen wir noch nicht bekämpfen. So. Genau. Denn jetzt habe ich auch die Chance, hier die Leiter hochzuklettern. Ne? Die eben da zusammengefaltet gewesen ist, wenn man das überhaupt so nennt. Oder die nicht runtergelassen wurde, wie auch immer. Okay, dann würde ich sagen, rutschen wir jetzt die 4 runter. Und ich glaube, wenn ich die 3 runterrutsche, dann muss ich komplett nochmal diesen Weg entlang laufen. Nur von der anderen Seite. Bei der 3 oder bei der 5, ich weiß es nicht mehr. Aber wir werden auf jeden Fall die 3 oder die 5 runterrutschen. Okay, das ist, glaube ich, die 5 gewesen. Ja, ich bin in das falsche Rohr. Das macht aber gar nichts. Das macht gar nichts. Achso, nee. Die 3 und die 5, dann komme ich da raus, wo ich eben rausgekommen bin. Wenn ich die Leiter nicht aufgeklappt hätte, dann hätte ich nochmal den kompletten Weg entlang müssen. So, hier reine Stille. Nein, oder? Jetzt kann sie niemanden heilen. Okay, Moment. Are you serious? Okay, immerhin. Cloud ist derjenige, der noch angreifen kann. Ja, übertreibt es nicht mit ihr? Ah, Gott sei Dank. Okay, dann soll mir der Rest jetzt egal sein. Ich dachte schon, es wird ein bisschen länger dauern, bis sie sich bewegen kann. Aber okay. Gut, dann weiter angreifen, bitte. Ich bin mir nicht sicher, konnte man von denen nicht auch irgendwie was Tolles klauen? Ein Äther oder so? Ich probiere es einfach mal gleich. Sobald Yuffie nochmal an der Reihe ist. Kate Sith Limit Technik. So, rauben. Und Äther gestohlen, okay. Nee, also ich muss X drücken. Ansonsten, also ich bin nicht für die Walzen verantwortlich. Ich habe das jetzt mal beobachtet. Oh, okay, das ist ja mal ganz was Neues gewesen und es hat gereicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Kate Sith. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Würfel besser. Jawohl. Ich werde das auch nochmal ändern. Limit Kate Sith einrichten. Bei Änderung der Stufe beginnt bei Limit Punkt 0. Jawohl, das ist mir bewusst. Ich habe mit den Würfeln mehr. Nur ich dachte wirklich, dass ich irgendwann mehr Würfel benutzen kann im Spiel. Welches Rohr wollte ich jetzt runter? Die Nummer 4, genau. Und bin die 3 scheinbar runtergerutscht. Ne, die 5 bin ich runtergerutscht, ne? Ja, so, genau, hier rein. Zack. Da wollte ich hin. Nein! Oh ne, wie dumm. Oh, wie dumm. Oh. Ja, das kommt davon, ne? Analogstick und so. Ich glaube, auf der PlayStation 1 Version konnte man mit dem Analogstick gar nicht spielen. Oder nur komische Sachen machen. Ich weiß es gar nicht mehr. Mann, das ist die alle Materia gewesen. So, Feintechnik. Es reicht mir nämlich jetzt langsam. Matra-Zauber. Und, wir beschwören Odin. Wer hat Odin? Wir wollten uns doch noch Odin anschauen. Matra-Zauber. Und? Reicht's? Okay, nein, es reicht nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. Oh, ihr Limit. Okay, das hat natürlich höchste Priorität. Ja, die frisst halt auch den ganzen Damage, ne? Aber das ist ja gewollt. Das ist ja beabsichtigt. Das soll ja so sein. Yes. Okay. Beschwören. Du hast nur Schiefer. 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 Genau, Schiefer. Odin. Genau, schauen wir uns Odin an. Cloud. Alles klar. Stahlklingenschwert. Dann komm mal her. Ich glaube, mein Kaffee ist jetzt mittlerweile kalt. Schade. Schmeckt halt nicht mehr so doll, ne, wenn der kalt ist. Also ich trinke das dann nicht mehr. Aber ist ja zum Glück nur noch ein kleines bisschen gewesen. Okay, wow. Zack. Und alle wurden einfach mal
halbiert. So wie sich das gehört. Ich glaube, da gibt's aber auch verschiedene Animationen. Der macht das nicht immer. Ifrit ist gestiegen. Ja, das ist doch auch nice. So, Moneten nehmen wir noch mit. Ja, das können wir so lassen. Ist in Ordnung. Wir sollten halt nur beim nächsten Mal, wenn Yuffie an der Reihe ist, ihre Limit-Technik einsetzen. So, und jetzt werde ich nochmal durch Nummer 4 rutschen. So. Oh, muss das sein. Konntet ihr jetzt nicht warten, bis ich die Kiste unten geöffnet habe? Dann hättet ihr mich von meinetwegen angreifen können. Präventivschlag. Reintechnik. Aqualung. Okay, Aqualung ist jetzt vielleicht nicht so das Tollste gewesen, weil jetzt ist meine MP weg. Okay, der Gegner hat es noch überlebt. Naja, was heißt überlebt? Er wurde nicht getroffen. So, sehr schön. Reine Stille bitte einmal einsetzen. Und Kate Sith, schnapp ihn dir. Boah, diese Limit-Attacke ist schon nice. Also, die ist schon cool. Ich kann mich ja fast immer nach jedem dritten Kampf heilen. Und die Erfahrungspunkte sind halt auch gut. Und einen Heiltrank erhalten. So, Nummer 4. I'm coming. So, und dieses Mal mache ich ganz langsam. Tada, Materia alle erhalten. Wunderbar. Materia. Bitteschön, dann bekommst du jetzt die alle Materia. So, und dann möchte ich hier die ganze Materia mal ordnen. So, habe ich hier noch irgendwie was ausgelassen? Nö, ne? Moment, tauschen. Es hat auch niemand irgendwas jetzt angelegt, die wo jetzt nicht mit uns mit dabei sind. Gut. Alle und alle. Ja gut, diese alle muss nun wirklich nicht sein. Moment, dann tausch du mal diese alle Materia mit Cloud. Cloud. Ach, Kate Sith. Nimm du diese alle raus und tausch die durch, ich habe keine Ahnung, durch Schwerkraft. Dass wir Schwerkraft leveln. Vielleicht können wir damit irgendwie was Tolles machen mit Schwerkraft und so. Gut, dann würde ich mal sagen, laufen wir mal. Ja, wir sind bei 40 Minuten. Können wir noch diesen Weg entlang laufen? Ganz genau. So, dann springen wir hier runter. Denn wir sind hier ja noch nicht fertig. Auch wenn da schon der Boss ist. Aber wir können hier noch das eine oder das andere mitnehmen. Gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Das Spiel sagt nein. Da ist eine Kiste. Da muss ich hin. Und an die komme ich am besten hier durch. Hey, stopp. Hier entlang. Mann, lass mich doch gerade noch hier durchlaufen. Ich hasse das. Und immer dieselben. Ihr geht mir echt auf den Keks hier. So, Feuer mal 2. Ich verbrate schon meine ganze MP. Und nachher, wenn ich mich heilen will, dann gucke ich auch wieder blöd aus der Wäsche, ne? Weil es dann wieder nicht machbar ist. Könnt ihr endlich mal aufhören mit dieser blöden Attacke? Ihr geht mir echt auf den Senkel, ey. Ja, darf ich jetzt nicht mehr mitspielen? Ah doch, weil irgendjemand angegriffen wurde. Na Gott sei Dank. Schnapp sie dir, Yuffie. Wunderbar, einer weniger. Sehr gut. Und der nächste. Ah, okay, ich dachte, Kate Sith wird sich drum kümmern, weil er sich schließlich nochmal bewegen durfte. Okay. Und die alle Materia gelevelt. Wunderbar. Okay, Moment. So, hier entlang und dann kann ich hier hoch und zack. Was haben wir hier? Ein Elixier. Ah, ja, okay. Ja. Stimmt, da sind wir doch jetzt an diesen Brunnen, ne? Leute, ich glaube, hier finden wir, glaube ich, die Zusatzwirkung. Da liegt was. Nee, nochmal Nebenwirkung. Aber okay, Nebenwirkung ist der Shit, weil ich weiß ja jetzt, wie sie funktioniert und so. Hahaha, weil ich spiele. Zusatzwirkung. Nebenwirkung, genau. Jetzt hätte ich mich fast wieder durcheinander gebracht. Alle und Hitze. Nee. Alle müssen wir rausnehmen. Tut mir leid. Nebenwirkungen, die brauchen wir. So, Nebenwirkung mit Genesung ist... Die Genesung muss ich gleich Kate Sith geben. Es kann uns hier niemand heilen. So, dann könnten wir hier mit Erde angreifen. Moment mal. Ah, Odin.
Da funktioniert leider nichts. Aber ich glaube, mit Zusatz funktioniert das, wenn ich da mit Odin, oder war das mit Effekt? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich da Odin drauf packe, dann habe ich hier den Instant-Tod mit drauf. War das nicht so? Moment mal, ich guck mal, ob das bei Nebenwirkung funktioniert. Moment, ich sehe das ja hier ganz schnell. So. Angriff, Element-Nebenwirkung. Ne, das sieht schlecht aus. Aber bei Zusatzwirkung steht Tod dabei. Ich glaube, das funktioniert. Moment mal, Materia Cloud. Zusatzwirkung, Versiegelung raus. Die holen wir raus. Und gehen hier auf Tauschen. So, Yuffie hat Odin. So, dann packt das mal zu Cloud hier oben hin. So, dann gucken wir jetzt mal bei Cloud nach. Werte, Cloud. So, Angriff, Gift und Tod. Ah, hallo. Was will ich mehr? Dann bleibt das so. Ich wusste, irgendwie war doch da irgendwas. So, okay. Bevor ich das vergesse, die Hitze kommt raus. Du bekommst die Genesung mit dazu, nicht wahr? Genau, dass du dann noch in der Lage bist, uns zu heilen. Nebenwirkung. Dann, Schlaf. Ja, ich weiß nicht. Was haben wir noch so Tolles? Achso, nee, Schlaf kann ich gar nicht mit hinzufügen. Das ist ja bei Zusatzwirkung. Erde. Was hätten wir noch? Psycho. Nee, das funktioniert gar nicht. Moment, wen haben wir hier? Gut, dann hast du jetzt einen Feuerbumerang. Denn ich werde jetzt den Ifrit dahin backen. Okay, dann. Chocobo-Köder. Hitze, Wiederbelebung. Und ja, die alle Materia musste eigentlich gelevelt werden und die hier auch. Ja, dann ist die halt alleine, ist jetzt halt ein bisschen blöd. Aber auch nur so lange, bis wir den nächsten Goldarmreif haben, ja? Ja, dann bin ich ja doch noch froh, dass ich hier rausgerannt bin. Wunderbar, kann ich das hier irgendwie noch untersuchen? Kann ich damit irgendwie interagieren oder so? Nee, ne? So, und hier an dem Baum ist auch nichts. Gibt's hier Kämpfe eigentlich an diesem Brunnen? Bestimmt. Ja, hier sind wir ja auch in dieser Erzählung gewesen, als Cloud doch in Korm davon erzählt hatte, ne? Da sind wir doch auch hier gewesen. In seiner Erinnerung. Okay, so. Das hier muss ich jetzt ablaufen. Da weiß ich nicht mehr so ganz genau, wo hier irgendwas ist. Ne, stopp, ich muss nochmal zurück. Ja, hier kommen wir nämlich nochmal zurück, wo wir gewesen sind, da wo die Röhren sind. Aha, da ist eine Kiste. Sehr schön, auf dich habe ich gewartet. Ja, mit dem Instant-Hut wäre das jetzt natürlich ganz schlecht, wenn mir das jetzt gelingt, ne? So, Rauben bitte. Zack, 183. Goldarmband gestohlen, wunderbar. So, von mir aus. Ich sollte hier bestimmt... Oh my God, ganz genau. Ich sollte hier unbedingt... Feintechnik, alles klar. Das gelingt mir nicht. Limit, Sprungattacke. Ich glaube, wir haben hier gleich ein mordsmäßiges Problem. Mega-Abwehr. Das hätten wir schon mal. Ich muss nur überlegen. Oh, wer hat noch die Mega-Abwehr hier? Alles klar. Ah, Feuer. Sie heilt ihn. Alles klar, das macht nichts. Reine Stille. Dann greifst du ihn in Zukunft einfach nicht mehr an, Yuffie. Zumindest nicht mit deinem Bumerang. Weil der ja auch aus Hitze besteht. Wieder nicht so gut. Okay, das sieht doch gut aus. So, du darfst gerne mal mit deinem Instant-Tod angreifen. Lieber Cloud, was hältst du denn davon? Ah, sie kann... Oh nein, was habe ich gemacht? Ich habe es schon wieder vergessen. Greif du an. Feintechnik. Geh du in die Abwehrhaltung. Bis du nochmal hier dein Limit einsetzen kannst. Sehr schön. Reine Stille. Dann kannst du wieder losgehen. Komm, Cloud. Setz das doch mal ein. Denn es ist machbar. Ja, dafür muss die Odin Materia gelevelt sein. Aber trotzdem. So. Könnt doch mal hier ruhig Instant Tod mal raushauen. Ja. Abwehren. Greif weiterhin an. Ja, ne? Yuffie kann jetzt halt nicht angreifen. Oder ich müsste jetzt,
die Bestia tauschen. Itzith? Ja, du machst jetzt halt... Ja, sehr schön. Reine Stille. Um uns nochmal zu heilen. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange und dann lernt sie schon ihre dritte Limit-Technik. Möchtest du mal mit T-Stoß? Vielleicht klappt das hier mit Kelsith. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Hat das jetzt funktioniert oder haben ihm jetzt wirklich nur noch die 276 gefehlt? Nebenwirkung ist gelevelt. Sehr schön. Ich glaube nämlich, da kommt es nämlich auch drauf an, ne? Umso besser, wenn die gelevelt ist. Ne? Dann steigen die Chancen. Moment mal, das ist die Nebenwirkung. Das hat ja was mit Gip zu tun und nicht mit Odin. Oh, Nanaki, denk doch mal ein bisschen nach. So, alle Zeit, alle, mhm. Schutz bleibt mit drin, da bleibt alles so, wie es ist. Alle mit wieder, ja, okay, das ist halt ein bisschen blöd. Gut, jetzt, wo ich dich mit drin habe, wer hat denn Shiva? Amu. Ah, wir könnten aber auch Eiten benutzen. Für die Erde. Hast du jetzt eigentlich immer noch eine Stufe 2? Okay. Was ja nicht ist, kann ja noch werden. Sniper. C-R. Okay, C-R. Schlüsselobjekte. Ich bin ja auch lustig. So, Moment. Allein. So, zack, 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 zack. So, Heckenschützen. Das ist eine Pistole. Das ist für den Vincent. Jetzt kann ich es ja sagen. Genauso wie der Peacemaker, den wir damals in Calm in der Kiste gefunden haben. Der ist ebenfalls für Vincent. Ansonsten haben wir keine Pistole. Sind das die einzigen Pistolen, die wir bisher hatten? Okay. Ja gut, das kommt alles noch. So, ich komme doch hier doch noch entlang, oder? Ist hier Endstation. Moment. Bin ich geheilt? Wie sehen meine Lebenspunkte aus? Oh. Habe ich Turbo-Ether? Ja, immerhin. Das möchte ich dann jetzt auch ausnutzen. Da bin ich auch nicht sparsam. Ich meine, die können wir ja immer noch klauen von diesen komischen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen. Die hier. Von denen. Die hatte ich gemeint. Von denen können wir doch Turbo-Ether klauen. Alles klar. So, dann haut mal drauf hier. Downstairs. Ich wollte erst sagen, die Gegner mit dem Down-Syndrom, ne? Also, das ist... Nein. Aber das... Wegen dieser Attacke. Weil die heißt ja wie? Down? Oh, ich rieche... Oh, ich glaube, der Tim fängt an zu kochen. Ich rieche Essen. Ich durfte mir nämlich aussuchen, was es gibt. Bolognese-Auflauf oder Schnitzel mit Rahmsoße und Pommes. Dabei dürft ihr raten, für was ich mich entschieden habe. Künstlichen Trommelwirbel. Ich habe mich für Rahmschnitzel und Pommes entschieden. Ich habe auch gesagt, ich habe damit kein Problem. Ich kann auch kochen. Nein, er wollte das machen, weil er hat gestern schon gekocht. Dann dachte ich, okay. Gut, dann koch du. Dann verbringe ich noch ein bisschen Zeit mit mir und mit meinen Videospielen. Äther erhalten. Auch gut. Wenn es schon nicht... Ah doch, habe ich es gestohlen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, weil ich wieder zu viel laber. Gute Frage. Rechts oder links? Ich möchte erstmal nach rechts laufen. Ja. Das ist zwar nicht rechts, aber okay. Weiß nicht, ob wir hier überhaupt irgendwo hinkommen. Ich glaube, das hier ist nämlich... Keine Sackgasse. Ah, ich glaube, ich laufe wieder dorthin, wo ich hergekommen bin. Nur, dass ich halt in diese Höhle gelatscht bin. Die hier kennen wir auch. Hm, von denen konnten wir damals, ne, den Mega-Handschuh klauen für Tifa. Nichts zu stehlen. Dann haben die jetzt auch nichts bei sich. Ah, die gehen mir auf den Sack, ey, diese Gegner. Das ist echt eine Katastrophe. Die gehen mir echt auf den Keks. So, ich muss die eliminieren. Die müssen ausgeschaltet werden. Dankeschön. Der schlägt daneben. Ist natürlich nicht so toll. Probieren wir das mit dir. Ach nee, wir können doch nichts stehlen. Nichts zu stehlen steht da, Nanaki. Kannst du wieder nicht lesen. Sie beschützt einfach alle. Und frisst Schaden und ihre Limitleiste steigt. Aber das ist okay. Ich meine, das habe ich ja mit... Oh oh. Das habe ich ja mit Aeris auch gemacht. Ne, damit sie ihre Limit-Techniken lernt. Oder am schnellsten lernt. So, der ist raus. Ich würde sagen, Yuffie, es dauert nicht mehr lange und dann darfst du auch schon nochmal deine Limitleiste benutzen. Gut, dann erst im nächsten Kampf. Dann machen wir das erst im nächsten Kampf. Läuft uns ja nicht weg. Äther erhalten.
Oh, meine Gruppe hier, die ist schon bei Level 31. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Aber ich möchte halt Yuffie noch ein bisschen mit drin behalten. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Muss ich hier lang? Nee, hier geht's auch nicht lang. Okay, alles klar, Sackgasse. Ich muss mich einfach damit abfinden, das ist eine Sackgasse. Huch. Wo laufe ich denn schon wieder rum? Aber hätte ja sein können, dass man da vielleicht noch das ein oder das andere mitnehmen kann. Aber ich wurde wieder enttäuscht. Okay. Oh, Moment. Bist du nicht Garuda? Nee, du bist Su. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, das hatte ich nicht so gemeint. Aber ich würde dich trotzdem gerne mal bestehlen. Natürlich, jetzt ausgerechnet ist meine Limitleiste voll. Yuffie, übertreib's mal hier bitte nicht mit der... Fühl Zorn. Ich fühle auch gleich Zorn. So, reine Stille. Oh, shit. Überlebt Yuffie das? Ach ja, die überlebt das locker. Entschuldigung, dass ich dran gezweifelt habe, Yuffie. Das ist... Verzeih mir bitte. Yes. Ah, das ging ja flott. Gut gemacht, KZ. Das ist ja der absolute Wahnsinn gewesen. Okay. So, ich bin jetzt schon bei 55 Minuten. Ich muss ein bisschen was schneiden. Also ich denke, den Boss da, den legen wir dann heute nicht mehr. Nicht in dieser Folge. Das machen wir dann in der nächsten Folge. So. Ah, ihr seid dieses Mal zu dritt. Ich bin überrascht. Zaubern. Nee, wir greifen ganz normal an. So wie sich das gehört. Ich wollte euch aber gerne mal bestehlen. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob man euch überhaupt bestehlen konnte. Und? Konnte nicht stehen. Das bedeutet, die haben was. Na, dann sollten wir doch mal versuchen, da was mitzunehmen. So, greift mal jemand anderes an. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen blöd gewesen. Yuffies Limit ist schon wieder voll. Und? Konnte nicht stehen. Das ist echt dramatös. Eine Stille nochmal einsetzen. So, ich glaube aber, wir haben das jetzt wirklich sehr oft eingesetzt. Es wird mal langsam Zeit hier für die zweite Limitstufe. Musst du kurz überlegen, wie das nochmal heißt. So, rauben? Kann doch nicht so schwer sein. Jetzt lasst euch doch mal beklauen. Konnte nicht stehlen. Dann musst du eben mit deinem Leben bezahlen. Ja. Rauben mit viel Glück? Nee. Wir werden es wohl nie erfahren, was wir von denen klauen konnten. Oder vielleicht doch noch. Ich meine... Heiltrank erhalten. Ich meine, wir werden später im Spiel nochmal hier hinkommen, weil wir können hier was farmen von einem Gegner. Ich glaube, das sind die, die wir eben bekämpft haben sogar. So. Hier ist das damals gewesen. Ich glaube, hier passiert nichts Außergewöhnliches. Bin mir aber nicht mehr sicher. Okay, stopp, hier entlang. Weiß nicht, ob er hier dann nochmal irgendwelche Flashbacks bekommt oder so. Könnt ihr euch erinnern? Hier sind wir gewesen. Hier haben wir damals mal reingeguckt. Hier ist tiefer die Treppe runtergefallen. Da oben steht Genova. Nee, ich muss zu einem späteren Zeitpunkt hier hin. Da kommen wir jetzt nicht rein. Ich weiß noch nicht mal... Kommen wir im späteren Spielverlauf überhaupt da rein? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, irgendwas passiert hier. Aber wie gesagt, das hier ist mein Kanal, Nanakis Let's Play und so. Und hier sind alle Angaben ohne Gewähr. Weil ich habe grundsätzlich keine Ahnung. Moment. Nein, ihr seid es nicht. Ich glaube... Attacke. Komm, dann bist du mal raus. Ah, ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wenn ich vorne den angegriffen hätte. Wenn der hier mit seinem Downstair nochmal angreift. 2779. Ey, das ist echt der Wahnsinn, was der austeilt. Ja, guck mal. Mitten in der Luft wurde die Zeit angehalten.
Ach nee, jetzt sitzt er. Okay, aber eben hat man das wirklich gesehen. Da ist er in der Luft erstarrt gewesen. Zack. Warum stehst du wieder auf? Luffy hat sich doch vor dich gestellt. Das ist halt dann der Nachteil an Schutz, ne? Wenn dann irgendjemand schläft oder so und hier mein Gruppenmitglied meint dann, mich beschützen zu müssen, dann steht er nicht so schnell auf. So. Hier komme ich rum und hier ist eine Tür. Das hat damals ewig gedauert, bis ich die gesehen habe. Und jetzt sind wir wieder hier. So, wenn ich durch Rohr Nummer 1 rutsche, dann komme ich unten beim Boss an. Aber ich glaube, das funktioniert auch, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der 2 runterrutsche und bei dem Felsen nochmal bin. Ich springe einfach runter. Ganz genau so. So, und da passiert auch nichts, wenn man so hinläuft, ne? Also man muss dann die X-Taste drücken, die Bestätigungstaste, und dann kämpft man erst gegen ihn. Aber das tun wir erst in der nächsten Folge. Ich finde es schade, dass wir hier diesem Drachen nicht öfter begegnet sind, denn ich hätte gerne noch einige Goldarmbänder von ihm gestohlen. Aber gut, vielleicht haben wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr Glück. Ich bedanke mich erstmals fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.